und kann wie ein König leben für relativ wenig Geld. Ja. Hier kommt auch das Thema Geoarbitrage mit ins Spiel. Also Geoarbitrage ist ein Begriff, den kann ich vielleicht mal kurz erklären, falls ihr den noch nicht kennt. Das bedeutet einfach, dass du zum Beispiel, also wenn man sich auf das Thema Geld, Geld verdienen und Geld ausgeben bezieht, dann bedeutet Geoarbitrage, dass ich also ein Arbitragegeschäft mache, den Unterschied ausnutze in einem Land zum Beispiel, welches sehr, sehr günstig ist, also ich dort sehr, sehr günstig leben kann, richtig, und geringe Lebenshaltungskosten habe. Und auf der anderen Seite versuche ich mit meinem Business oder mein Einkommen so zu gestalten, dass es ja in einer starken Währung geschieht. Ja? Also ich gehe mal hier kurz in den Schatten, dass es ein bisschen besser ist für mich. Ach geil, schau mal hier. Richtig schön angenehm unter so einer Palmenhütte. Oh, schön am Meer. So, setze ich mich mal hin. Also, dass wir unser Geld verdienen. Warte mal, der Stuhl ist kaputt. Kann ich nicht benutzen. So, der ist wesentlich angenehmer. Also, dass wir unser Geld verdienen in einer Währung, die sehr, sehr stark ist. Wir können zum Beispiel einen Schweizer Franken nehmen, wenn ich jetzt Schweizer bin. Ich kann in der Schweiz mein Geld verdienen, ja. Ich kann das natürlich so gestalten, dass ich das remote machen kann, also dass ich vielleicht nicht in der Schweiz anwesend sein muss, um dort Geld zu verdienen. Und lebe dann aber zum Beispiel hier in Thailand und habe dadurch halt relativ geringe, ja, geringe Lebenshaltungskosten. So, und jetzt ist halt die Frage, in welchen Ländern, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe 500.000 Euro gespart, ja, das ist mein Net Worth, also das, was ich halt habe, 500.000. Und ich möchte jetzt mich zur Ruhe setzen, vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Und wo kann ich jetzt mit diesem Geld wie ein König leben und ja, mein Leben richtig genießen? Ja, und dann kommt auch dieses Thema wieder Geoarbitrage ins Spiel, weil du ja dein Vermögen in einer starken Währung hast, richtig? Und deine Ausgaben versuchst in einem günstigen Land zu bestreiten, deine Lebenshaltungskosten. Und ja, da schauen wir uns jetzt mal verschiedene Länder an, die dafür geeignet sind, ja, oder rein theoretisch geeignet sind, die interessant sind. Also generell, wenn man jetzt alles mal in Regionen aufteilt, da haben wir halt Europa. Es gibt halt die westlichen Länder und dort sind natürlich die Lebenshaltungskosten relativ hoch. Dafür haben wir auch einen hohen Lebensstandard häufig. Ja. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt in Deutschland lebe oder in der Schweiz, habe ich sehr, sehr hohe Lebenshaltungskosten in der Regel. Habe dafür aber einen relativ hohen Lebensstandard. Das heißt, ich habe zum Beispiel gute Wohnungen, ich habe also gute Unterkünfte, ich habe vielleicht auch, ja, Essen gibt es in vielen Ländern auch gutes. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt zu 100% da jetzt zum Vergleich nehmen, wenn ich Deutschland vergleiche. Aber trotzdem kann ich natürlich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel im Restaurant essen gehe, dann ist es in Deutschland sehr teuer, das zu machen, richtig, im Restaurant essen zu gehen. Währenddessen, wenn ich zum Beispiel jetzt in Thailand wäre oder so, dann könnte ich halt relativ günstig essen gehen, richtig. Genau. Skandinavische Länder nochmal sehr viel teurer als die deutsche Region und sind da somit die teuersten Länder. Klar, Schweiz ist super teuer, aber wenn ich jetzt mit Deutschland vergleiche in Skandinavien, dann ist es häufig in Skandinavien nochmal teurer. So, dann gibt es aber auch osteuropäische Länder, ja. Zum Beispiel sowas wie Ungarn. Und ich finde Ungarn super geil. Ich bin ja sehr, sehr häufig in Budapest und finde diese Stadt super genial. Einfach total geil, geiles Flair dort. Du kannst dort abends alle möglichen Dinge machen, Party machen und so weiter und so fort. Kannst aber auch genießen, ja. Du kannst in die Hot Springs gehen. Also das sind die türkischen Bäder dort. Kirai Fürdö kann ich dir empfehlen. Also Kirai heißt König und Fürdö ist das Bad, das Königsbad in Budapest. Das ist sehr, sehr cool. Aber es gibt auch das Gellert Bath zum Beispiel, welches ja ganz bekannt ist. Da gehen halt dann häufig Touristen hin. Aber ich finde das Kirai Fürdö sehr, sehr geil, weil es sehr schön ist und eher ruhig, mehr von Einheimischen genutzt wird und dann auch dementsprechend nicht so überteuert ist. Ja. Also solche Sachen kannst du machen. Die Stadt ist mittlerweile relativ gut renoviert. Du kannst auch sehr, sehr schnell bis im Dreiländereck, richtig, und kannst auch zum Beispiel rüber nach Wien gehen, was ja auch eine super coole Stadt ist. Also von daher, so Ungarn ist schon ein Land, Budapest ist ja schon ein bisschen teurer geworden, aber für das, was du bekommst von der Lebensqualität, ist es sehr, sehr hoch, meiner Meinung nach. Ja. Kannst du sehr gut essen gehen, es gibt hübsche, nette Frauen. Und ja, ist einfach super cool dort. Ja. Ich bin sehr, sehr gerne in Ungarn, in Budapest. Du kannst natürlich auch in andere Bereiche gehen in Ungarn, wo es dann auch günstiger wird, wenn du außerhalb der Hauptstadt bist. Da wird es dann halt wirklich sehr günstig, weil die Ungarn halt auch nicht relativ viel Geld verdienen auf dem Land. Dementsprechend sind die Lebenshaltungskosten relativ gering. Aber es geht natürlich noch günstiger.
Aber wie gesagt, wichtig ist, es soll nicht immer alles, was super billig ist, ist geil, sondern wo ich halt auch wirklich gut behandelt werde und wo ich mich wohlfühle, wo die Kriminalität nicht hoch ist, wo ich einen hohen Lebensstandard habe, wo ich eine gute Unterkunft habe, wo ich gutes Essen habe und so weiter und so fort. Ja. Ich meine, was bringt mir das? Ich könnte jetzt auch garantiert sagen, gehe irgendwo nach Somalia oder was weiß ich, Nigeria oder irgendwo im Kongo und da kannst du sehr wahrscheinlich für, weiß ich nicht, 500 Euro oder 200 Euro im Monat leben und wärst vielleicht, wird sich wie ein König fühlen. Aber ist es sicher und will man das? Also das wollen die meisten ja sehr wahrscheinlich gar nicht. Gell? Trotzdem kann ich auch zum Beispiel nach Südafrika gehen und Südafrika ist super, super cool. Ja? Heute springen wir schon wieder von dem einen Kontinent zum anderen. Also schauen wir uns in Europa nochmal kurz, bleiben wir nochmal kurz dort. Also Ungarn hatte ich gesagt, klar, Bulgarien, Rumänien, diese Länder sind auch relativ günstig, haben einen hohen Lebensstandard und Lebensqualität. Also ich finde Bulgarien sehr, sehr cool. Und ja, wenn wir uns dann noch anschauen, wenn wir jetzt noch Georgien zum Beispiel und Armenien zu Europa zählen, ist ja an der eurasischen Grenze, dann ist es ein Land, wo du wirklich für meine Verhältnisse dirty cheap, könnte man das sagen, leben kannst. Also extrem günstig, sehr, sehr günstig. Ja. Und hast eine extrem hohe Lebensqualität teilweise. Also du kannst dort jeden Tag Taxi fahren, du kannst dort jeden Tag essen gehen, rein theoretisch im Restaurant. Du kannst den besten Wein genießen, der im Restaurant dir am Ende nur 10 Euro die Flasche kostet oder 15. Also es ist wirklich, es ist unglaublich. Du gehst in die besten Restaurants der Stadt essen und zahlst 10 bis 15 Euro oder sowas. Also das ist unglaublich. Es ist wirklich eine sehr, sehr hohe Lebensqualität dort in Georgien. Armenien finde ich nicht super cool, aber ist natürlich auch ein sehr, sehr günstiges Land. Aber Georgien ist für mich so mit der Spitzenreiter, was die Lebensqualität, auch die Sicherheit angeht und dem vergleichbaren europäischen Lebensstil. Weil das ist natürlich auch eine wichtige Komponente, die man mit einfließen lassen sollte. Kultur. Ich meine, ich kann mich sehr, sehr einfach auch mit der Kultur zum Beispiel in Ungarn noch verknüpfen und verbinden. Die Ungarn sind super liebe Menschen und ich liebe wirklich die Ungarn. Und das Land und die Kultur ist sehr angeglichen, wie in Deutschland, könnte man sagen. Also es ist nicht ein riesen Kulturschock, wenn ich dorthin gehe. Und schaue ich mir Georgien an, auch dort ist ein christlich geprägtes Land, orthodox, sehr, sehr liebe, freundliche Menschen, keine Kriminalität, eines der sichersten Länder der Welt. Also auch dort sehr, sehr einfach, auch kulturell anzuknüpfen. Und das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Kriterium, wenn ich sage, wie ein König irgendwo leben, mit wenig Ausgaben, dann sollte ich das halt auch mit einfließen lassen, ja, auf jeden Fall. So, schauen wir uns jetzt Afrika an. Hatte ich gerade gesagt, okay, da gibt es halt viele schwarzafrikanische Länder, wo wir überhaupt eigentlich, wo die wenigsten, denke ich, leben wollen, weil es halt einfach von der Qualität ja sehr, sehr krass ist. Aber wenn wir nach Südafrika gehen, eins meiner Lieblingsländer, Kapstadt, boah, der Hammer. Es ist so geil dort, wirklich. Es ist so, es ist weit weg. Das ist auch ein Faktor, den wir mit einkalkulieren müssen von der alten Heimat. Wenn ich jetzt nach der Dachregion komme, wie lange brauche ich, um wieder zurück in die Heimat zu kommen, richtig? Und wenn ich dann in Südafrika bin, ist es schon ein relativ weites Stück und muss weit über 10 Stunden fliegen, richtig, um wieder in der alten Heimat zu sein. Dafür kann ich aber auch für relativ wenig Geld einen unglaublich guten Lebensstil dort haben. Es ist westlich. Dafür ist es halt vielleicht ein bisschen von der Kriminalität, da muss man aufpassen. Ich hatte bis jetzt nie wirkliche Probleme in Südafrika. Ich war dreimal schon dort, aber es kann was passieren. Ja. Also das ist halt einfach eine Sache, die man da einfach immer im Hinterkopf behalten sollte mit der Kriminalität. Genau, dann haben wir Südamerika. Auf Südamerika haben wir sehr, sehr günstige Länder, wo du sehr, sehr gut leben kannst. Wenn wir zum Beispiel Panama anschauen, nicht in Panama City, aber außerhalb, ja, auf dem Land ist teilweise sehr günstig. Wenn ich mir Paraguay anschaue, sehr, sehr günstig. Ich habe dort mein eigenes Haus gehabt, meine kleine Villa mit einem Pool. Und es war alles ein geschlossener Compound, also so ein geschlossener, abgeschlossener Bereich, der auch überwacht wurde. Und ein Riesenpool, mein eigenes Haus und mit Palmen und allem Pipapo für 15 Euro die Nacht, ja. In Asunción, in der Hauptstadt. Also es ist unglaublich. Paraguay ist es möglich, sehr, sehr günstig zu leben. Ich habe auch Freunde zum Beispiel, die haben sich ein wunderschönes Haus mit Infinity Pool gebaut für, was waren das, glaube ich, 150.000 Euro oder so. Also das heißt, wenn du in der Dachregion ein Haus hast und du planst auszuwandern und du kannst es jetzt, ich habe letztens noch irgendwie einen Bericht gelesen, dass in München irgendwie der Quadratmeter teilweise schon 26.000 Euro kostet, sollte man sich fragen, ob man nicht vielleicht jetzt mit einem Teil aussteigt, richtig? Und sich versichert und vielleicht die halbe Million sich auscasht, ja, wenn man es steuerfrei verkaufen kann und dann vielleicht im Ausland sich was aufbaut für relativ wenig Geld. Ja. Klar, was da auch wieder wichtig ist, Paraguay nicht gut angebunden. Ja. Das heißt, es ist schwierig von dort wieder zurück nach Europa zu kommen und du hast eigentlich nur einen einzigen Direktflug von Asunción nach Madrid und das ist halt die einzige Möglichkeit, um wieder nach Europa zu kommen. Ja. Das ist auch ein wichtiger Punkt, wie weit ist es weg, ist es extrem abgeschnitten und auch innerhalb von Südamerika und so ist es halt generell dieses Land nicht gut angebunden. Währenddessen, wie gesagt, aus Georgien habe ich es relativ schnell, bin ich in 3 bis 4 Stunden bin ich wieder in Europa, richtig, also in Deutschland.
Und das ist ein wichtiger Punkt. Genau, aber solche Länder, auch dort ist es möglich, günstig zu leben. Ja. Und schauen wir uns jetzt dann nochmal Südostasien an. Ich bin ja gerade hier in Thailand. Klar, Südostasien sind auch sehr, sehr viele Möglichkeiten dort. Auch hier wird es immer teurer. Also es ist nicht so, dass es halt immer billiger wird und billiger und billiger und billiger, sondern dass halt auch teilweise jetzt zum Beispiel die Währungen, wenn ich mir den Thai Baht anschaue, gegenüber den Euro extrem aufgewertet haben. Das heißt, ich glaube, der war irgendwie jetzt das letzte Mal hier war bei 1 Euro zu 38 Baht und jetzt ist er bei 1 Euro zu 33 Baht oder sowas. Also das ist weit über 10% hat der Euro abgewertet und dementsprechend ist es hier auch dementsprechend teurer geworden. Und hast halt, wenn du in die Touristenregionen gehst, brauchst du halt so ungefähr, wenn du gut leben willst, 1.500 bis 2.500 Euro für zwei Personen. Mal ganz locker, ja. Also das sollte man schon einkalkulieren. Also hier ist es nicht mehr super billig, aber du hast ein bisschen sicheren Land. Du hast hier auch eine sehr, sehr, sehr hohe Lebensqualität. Du hast sehr gutes Essen. Du kannst hier täglich essen gehen, rein theoretisch. Du zahlst in der Regel nicht mehr als 1.000 Baht mit zwei Personen. Und dann sind auch vielleicht, wenn du Alkohol trinkst, ist auch ein alkoholisches Getränk dabei oder auch irgendwelche frische Kokosnüsse oder sowas. Also wenn man sich auch gesund ernähren möchte, das ist hier auch möglich als Veganer oder sowas, dass man sich sehr, sehr gut hier auch gesund ernähren kann. Und ja, es ist sehr günstig, ja. Also es ist aktuell so 20 bis 30% günstiger im Vergleich zu Deutschland, aber halt nicht dirty cheap, richtig? Wie zum Beispiel in Georgien. Dann habe ich Philippinen. Philippinen auch wunderschön, ist vielleicht ein bisschen günstiger, aber du hast vielleicht die Kriminalität ist höher jetzt im Vergleich zu Thailand. Und auch dort ist es nicht super billig, wenn du einen westlichen Lebensstandard haben möchtest, du möchtest ein schönes Apartment haben, musst du es erstmal suchen. Es ist nicht einfach, sowas zu finden. Auf den Philippinen. Und dann zahlst du auch dementsprechend dafür für so eine Unterkunft. Und ja, also da summiert sich dann auch mal gerne auf 1.000 Euro hoch, wenn du dort angemessen gut leben willst. Ja. Aber es ist halt, wenn du ein gewisses Einkommen hast, ist es halt möglich, dort relativ günstig zu leben. Ja. Auch Kambodscha ist ein Land, wo du relativ günstig leben kannst, aber auch dort ziehen die Preise an, gerade auch die Mietpreise. Also diese Sachen solltest du halt einfach dort beachten. Und dann natürlich auch in den Ländern, klar, Sicherheit, Lebensqualität, die Verbindung zu der Kultur, zu den Einheimischen ist für mich sehr, sehr wichtig. Auf den Philippinen ist es sehr, sehr einfach, sich mit den Einheimischen zu verbinden, währenddessen es zum Beispiel in Thailand sehr schwierig geworden ist, ja, weil auch die Sprachbarriere dort ist, die kulturelle Barriere. Es gibt viele Touristen hier in Thailand, das heißt, viele Einheimische sind vielleicht auch schon angepisst und wollen das gar nicht mehr. Also das sind einfach Sachen, die solltest du da einfach mit im Hinterkopf halten und ist halt auch relativ weit weg von zu Hause, von der alten Heimat, richtig. Also von daher, für mich momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, ist Osteuropa eins der coolsten Regionen, um, wenn man wirklich günstig leben will, wenn man auf sich vielleicht ein Business aufbauen will. Und aber auch, wenn man schon ein bestehendes Business hat und man muss nicht mehr aufs Geld achten, man hat schon ein gewisses Geld, dann kann man in Osteuropa sehr, sehr gut leben, wie in Ungarn, in Georgien, vielleicht auch Armenien, wenn man es mag. Aber Armenien bin ich jetzt nicht der Riesenfan von, aber Georgien. Dann ist die nächste Region für mich halt Südostasien, finde ich sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, auch Südafrika ist sehr, sehr cool. Und ja, in Südamerika findest du auch die eine oder andere schöne Region in Mittelamerika. Ja. Also wie gesagt, das sind da verschiedene Komponenten. Ich sollte nicht immer nur schauen, wo kann ich super billig leben und alles umsonst bekommen, sondern vielleicht auch darauf achten, dass halt die Lebensqualität stimmt, dass die Sicherheit stimmt, dass ich mich wohlfühle, dass ich eine gute Unterkunft bekomme, dass ich am Ende mich auch vielleicht verbinden kann mit den Einheimischen, dass ich einen Austausch habe. Weil wenn ich einsam bin in einem anderen Land oder mich einfach nicht wohlfühle, was bringt mir das dann, wenn ich super billig dort leben kann, richtig? Ja, genau. In diesem Sinne würde ich sagen, das war es mit der 8. Ausgabe vom Global Entrepreneur, wo du wie ein König leben kannst. Und vielleicht hast du was mitgenommen mit dem Thema Geo-Arbitrage und verschiedene Länder, die ich jetzt mal aufgezählt habe. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viele andere Möglichkeiten. Ich habe jetzt einfach nur mal, was mir spontan eingefallen ist in diesem Video, mal angesprochen. Vielleicht fällt dir ja auch was ein, wo du leben würdest, was du schön findest. Vielleicht hast du einen Geheimtipp, wo man vielleicht relativ günstig leben kann wie ein König und ja, ein sehr geiles Leben führen kann. Ja. Ansonsten lade ich dich auch herzlich ein, komm in unsere Telegram-Community sehr, sehr gerne. Wir haben eine sehr große Community, wo man sich austauschen kann, eine Telegram-Gruppe und natürlich auch der Goodbye Matrix-Channel, wo ich immer neue Updates poste. In diesem Sinne, liebe Grüße dir hier aus Thailand. Bis zur nächsten Ausgabe vom Global Entrepreneur. Ich zeige dir nochmal hier kurz meinen Ausblick zum Ende. So, hier schön unter den Palmen. Schöner Ausblick. Also in diesem Sinne, alles Liebe dir. Ciao, ciao.